Derzeit geht es an den Märkten ja doch relativ beschaulich zu, muss man sagen. Aber vielleicht täuscht diese Ruhe. Vielleicht sehen wir sogar etwas wie einen Aufwärtscrash wegen dem jetzt anstehenden großen Verfall. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Die Gefahr, das Potenzial für einen Aufwärtscrash, das sehen einige amerikanische Analysehäuser, hat nichts mit fundamentalen Gegebenheiten zu tun, sondern mit Positionierungen, mit möglichen Schieflagen, die am Markt der Fall sind. Erinnern wir uns an letztes Jahr, Dezember 2018, da gab es einen Crash, aber nach unten damals ist der S&P ja maßgeblich eingebrochen und es musste dann Finanzminister Mnuchin ein paar Wall Street Banken anrufen, um sicherzustellen, dass genügend Liquidität der Fall ist. Wie er damals sagte, faktisch hat er ihnen gesagt, stützt die Märkte, kauft ein, gibt Signale, dass der Boden gefunden ist und kurz danach ging es dann ziemlich massiv nach oben und kurz danach, da drehte die Fed dann von Autopilot und Bilanzreduzierung, ergo Liquiditätsentzug für die Märkte, auf Ende des Autopilots, auf wir werden keine Zinsen mehr anheben, auf wir werden Zinsen senken, drei Stück, auf wir werden dann massiv im Repo-Markt uns investieren müssen, Liquidität spenden müssen, um da ein Chaos zu vermeiden. Dieser Chart zeigt ein bisschen, was da der Fall ist. Hier sehen wir diesen Move Ende des Jahres 2018, also eben im Umfeld des damaligen Verfalls. Und dann kam eben diese deutliche Wende. Jetzt sehen wir, wie hier die Bilanzsumme der Fed wieder nach oben geht, wie sozusagen gleichzeitig die Aktienmärkte in den USA mitten nach oben schießen. Vielleicht haben wir sozusagen diesen Aufwärtscrash schon ein Stück weit gesehen, aber vielleicht ist er eben auch noch nicht fertig und wir sehen nochmal eine Beschleunigung, nochmal eine vielleicht finale Dynamisierung dieser ganzen Situation. Das zumindest sagt hier ein Analyst von Viking Analytics, der hier sagt, das ist durchaus möglich, dass wir genau das Gegenteil bekommen von dem, was wir im letzten Jahr bekommen haben. Damals gab es sozusagen erzwungene Verkäufe, weil bestimmte Positionierungen am Optionsmarkt der Fall waren. Jetzt könnte es sein, dass es erzwungene Käufe gibt, dass sozusagen hier die von mir schon beschriebene Dynamisierung wieder einsetzt, weil eben sozusagen jetzt Kursfakten geschaffen wurden, die dann wiederum weitere Kursfakten logischerweise nach sich ziehen wegen bestehenden Positionierungen. Wir werden sehen, was passiert, aber es ist vielleicht eben, das möchte ich betonen, darauf möchte ich hinweisen, eben eine trügerische Ruhe, die derzeit der Fall ist, weil relativ wenig passiert. Wir haben kaum mehr Konjunkturdaten, alle sind so ein bisschen schon im Weihnachtsdran und verkennen, dass im Mindesten politisch noch ein bisschen was los ist. Wir haben ja heute jetzt die Impeachment-Abstimmung in Sachen Donald Trump. Impeachment heißt übrigens nicht, dass dann Neuwahlen kommen würden, wenn es denn ein erfolgreiches Impeachment-Verfahren gäbe. Impeachment heißt nur, das Prozedere im Abgeordnetenhaus, also in der Kammer, in der derzeit die Demokraten mit 233 Stimmen die Mehrheit haben, vor den Republikanern mit 137 Stimmen. Es wäre also ein erfolgreiches Impeachment-Verfahren, wenn heute Abend, heute Nacht die Abstimmung in Sachen pro Impeachment in sozusagen der von den Demokraten favorisierten Richtung läuft. Und dann hätten wir folgende Situation: wenn diese Abstimmung scheitert, würde Trump so oder so im Amt bleiben, sonst wäre er impeached und dann beginnt der Trial im US-Senat, was also im Abgeordnetenhaus Impeachment heißt. Das ist hier der Trial im Senat und da haben aber die Republikaner 53 Stimmen, die Demokraten nur 47 und es bräuchte eine Zweidrittelmehrheit dieser 100 Sitze, um wirklich Donald Trump aus dem Amt zu hieven. Und wenn er aus dem Amt gehievt würde, dann würde automatisch der Vizepräsident Präsident werden und das ist Mike Pence. Das wäre vielleicht für die Märkte auch nicht so schlecht. Der ist zwar leicht evangelikal und eigentlich mit allem einverstanden, was Trump sagt und tut, aber er gilt dann doch ein bisschen als gemäßigter. Das wäre natürlich lustig, wenn es so kommen würde. Was haben wir heute noch gesehen? Wir haben jetzt eine gewisse Konstellation auch zwischen dem US-Dollar und den Zustimmungsraten für Donald Trump. Hier sieht man mal den Vergleich zwischen dem Dollar und der Zustimmungsrate ist relativ parallel, kann man sagen. Mithin
würde also ein erfolgreiches Impeachment beziehungsweise dann eben auch die tatsächliche Absetzung von Donald Trump wahrscheinlich den Dollar schwächen. Selbiger Donald Trump hat heute übrigens getwittert, ja, ich werde hier von den radikalen Linken, von den Do-Nothing-Democrats, von den Nichtstuer-Demokraten impeached. Dabei habe ich doch nichts falsch gemacht. Eine schlimme Sache, schreckliche Sache. Das sollte niemals einem Präsidenten wieder passieren. Say a prayer, gebt mir bitte ein Gebet. Also hier auch der Appell an die leicht evangelikalen Amerikaner. Betet für mich, damit ich aus dieser ganzen Geschichte rauskomme. Aber es sieht ja für ihn nicht so schlecht aus, weil eben der Senat sehr wahrscheinlich eben nicht gegen Donald Trump bestimmen wird. Was haben wir noch? Wir haben in Sachen USA gestern ja die Zahlen von FedEx gesehen, katastrophal, Gewinnwarnung, alles sozusagen negativ und möglicherweise ist das ein schlechtes Omen auch für die ökonomische Situation der USA, denn bisher gab es einen ziemlichen Gleichlauf und wir sehen, FedEx ist vorher schon eingebrochen, bevor dann auch die US-Wirtschaft Schwäche zeigte, gerade vor allem der industrielle Sektor. Wir haben ja jetzt vermehrt auch die These, naja, der Transportsektor sowie FedEx, der ist nicht mehr so wichtig für die Konjunktur, ist viel aussagekräftiger der Semiconductor-Index, aber vielleicht, also die Halbleiter, aber vielleicht sind die Halbleiter auch so gut gelaufen oder gab es ein Stück weit Nachfrage, weil vor allem chinesische Firmen eben damit gerechnet haben, dass die Situation im Handelskrieg mit den USA sich verschärft. Dann hat man sehr viel Halbleiter gehortet, sehr viel bestellt, um die sozusagen in Reserve zu haben, falls man auf eine Blackliste der Amerikaner kommt. Wir wissen es nicht, aber es ist zumindest eine gewisse Indikation dafür. Wir sehen aber, dass mindestens der IFO heute besser ausgefallen ist als Erwartungen. Vor allem auch die Expectations, also die Erwartungen sind wieder nach oben gegangen. Da ist also ein gewisser Hoffnungsschimmer da, dass die Situation besser wird. Aber es ist eben auch schlichtweg die Stimmungsaufhellung jetzt, nachdem der Handelskrieg so ein bisschen, naja, gelöst scheint. Aber heute hat ein US-Berater gesagt, also ich glaube nicht, dass die Chinesen auch nur ansatzweise das kaufen werden, was sie hier versprochen haben oder was die Trump-Administration glaubt, was sie versprochen hätten, genauer gesagt. Also das Thema ist nicht erledigt. Davon bin ich nach wie vor überzeugt, dass wir das im Januar wieder sehen werden. Was haben wir noch? Wir haben natürlich die Charts und die wollen wir uns anschauen. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq, der auf ein neues Allzeithoch heute gestiegen ist. Mehr oder weniger alles ohne Nachrichten, kann man sagen. Die Charts, meine Damen und Herren, von, ja, Sie ahnen es, von Capital.com. Der Dow Jones tut sich ein bisschen schwerer, 28.300 und ein paar zerquetschte hier in einer Seitwärtsbewegung. Aber wie gesagt, da kann Dynamik reinkommen, alleine durch die Positionierungen, die eben im Umfeld des Verfalls sind. Selbst nach dem Verfall passiert meistens dann noch ziemlich Heftiges. Also möglicherweise müssen wir uns da nochmal ein bisschen aus der Komfortzone, aus der weihnachtlichen bewegen. Wir sehen, dass der DAX schwach ist, nicht wirklich das Tempo der Amerikaner mitgehen kann, 13.218, trotz besserem IFO. Wir sehen, dass der Dollar nach wie vor relativ robust ist, mithin also Euro-Dollar leichte Schwäche hat, 1.11.16, Gold ähnliche gestrickt, wenig Bewegung, 1.475 und das amerikanische Crude Oil, das kann weiter zulegen, jetzt auf knapp über 61 Dollar. Also, es ist möglich im Mindesten. Man muss zumindest ein bisschen aufpassen, dass jetzt in den letzten Phasen sozusagen dieses Börsenjahres nicht nochmal Dynamik reinkommt. Es ist so ein bisschen einschläfernd alles. Ja, was soll noch passieren? Die Volumina sind dünn. Kaum einer denkt, es passiert noch was. Aber dieser Verfall, der hat durchaus nochmal das Potenzial hier für einen Aufreger. Wir werden sehen. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sag Servus und Tschüss.